Aber irgendwie ist hier so gut wie alles immer verlassen mittlerweile. Zwischen zwei angewickelten Lauten haben Spatzen ihr Nest gebaut. Lauten, genau. Da hat jemand zwei Lauten vergessen. Die Spatzen haben sich dort eingenistet in die Lauten. Zwischen den Seiten. So, da würde es zur Brücke gehen, aber ich habe ganz vergessen. Ups, das wollte ich nicht. Hier den Trampelpfad gen Süden. Also man sieht ihn kaum, hier die sich schlängelnden Trampelpfad. Ja, oh ja, Feuerfälle. Oh, wir haben die übersehen. Das war eine Pövgra. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Gucken wir mal kurz in unserem Bestiarium nach. Unter Troll fällt die nicht. Irrlicht sich ja auch nicht. Ah ja, unter die Delemgarn. Bei einer Dempövgra verfallen ist bald oder öfters Pövgra verfallen genannt. Pevgra. Handelt es sich um eine Delemgarn, die durch die Zerstörung ihrer Heimat in Form eines Baums oder eines Adlersteins verdorben wurde. Sie sind so hässlich, wie Delemgarn schön sind. Spindeldür, ausgezehrt und mit unterkühlter Hautfarbe. Ihr Haar ist tot, dunkel und schleimig. Ihr Gesichtszüge verzerrt und ihre Zähne sind lang und scharf. Im Gegensatz zu Delemgarn sind sie nicht von Lichtflecken umgeben und sie sind eher bereit, unglückselige Reisende mit ihren langen Krallen anzugreifen. Pevgra schmücken sich mit den Schädeln, Häuten und Federn von Tieren, die sie getötet haben. So wie die Delemgarn versuchen, die Gesundheit ihrer Wälder zu bewahren, versuchen die Pevgra ihnen zu schaden, was sie zu Todfeinden macht. Der Verfall, mit dem sie infiziert sind, unterstützt ihre Angriffe mit einem grässlichen Gift, macht ihre Körper aber auch schwach und brüchig, weswegen sie verwundbar gegenüber Stich- und Wuchtangriffen sind. Da sie aus einem gesunden Wald nicht länger Essenz gewinnen können, müssen sie überleben, indem sie Pflanzen, Tiere und gestandene Energie entziehen. Das macht sie zu natürlichen Verbündeten von Schatten, die sich auf ähnliche Weise ernähren, und beide genießen die Vorteile einer gemeinsamen Jagd. Generell sind sie allen Lebensformen feindselig gesinnt, aber ihre Hauptfeinde sind üblicherweise Waldläufer und Druiden. Ja, weil die Delemgarn, die Waldgeister, sehen aus wie Dryaden, mehr oder weniger. Während das Ding einfach nur furchtbar aussah. Was auch immer ein Löwe hier zu suchen hat. Außer umzufallen. Ich meine, das frage ich mich echt, warum es hier Löwen gibt. Okay, hier in der Pampa gibt es auch so einen. Unter dem Schlag dieses Bettzeuges wurde eine Art Reliquie versteckt, ein mit Seepang überzogenes Mooshorn. Oh ja, Rastvorräte, das ist gut. Jetzt sind wir wieder voll mit Rastvorräten.
Oh, und da ist so eine große Böse. Okay, die wollen jetzt unbedingt Alof. Und Durenz. Okay, Kanna, wir brauchen dringend hier Verstärkung. Hallo, setzt du dich mal ab? Mach die da mal weg. So, du willst, du setzt dich auch mal ab. Na, ich hätte auch schon eingeschworen, dass Feind den ich benutzen könnte. Gut. Das war ein interessanter Kampf. Wie viele Erfahrungspunkte hinkt sie eigentlich? Ja, fast gar nichts hinterher. Jetzt sogar mehr als Kanna. Oder du uns. Gut. Und ja, ich will mir eigentlich immer noch überlegen, ob ich Redrick oder Kolzk erledige. Oder ob ich beide sein lasse. Weil ich kenne halt die Konsequenzen, wenn man Redrick tötet, was dann passiert. Oh, mehrere Kätzchen. So. I'd be glad to. In diesem Stein wurde groben Wellen gemeißelt, die mit gewählten Fingern nach Ondras geliebten Mond greifen. Oh, Beeren. Frühlingsbeeren. Oh, Ernte des Herdes. Warte mal. Welche Nahkampfwaffen kann sie jetzt gut benutzen? Waffenschwerpunkt Beil, Speer, Kampfstab, Jagdbogen. Also ja, ein Beil ist das. Ready, Watcher. So, man sieht auch, wie sie beide Beile da trägt. Jetzt sieht man den Bogen auf ihrem Rücken. Jetzt sind die Beile an ihren Hüften.
Yes. Was ich eigentlich ganz nett finde. So, ich werde erstmal ins Nachbargebiet gehen, bevor wir nach Trutzbucht gehen. Weil dort gibt es ja noch jemanden, den ich anheuern kann. Wenn ich ihn jetzt schon anheuern kann. Es gibt nämlich noch genau 3 Leute, die mir fehlen. Und ja, sobald wir es mal nach Trutzbucht reingeschafft haben, suchen wir uns ein Wirtshaus. Schlafen erstmal eine Runde. Geld haben wir ja noch genug. Und wenn nicht, haben wir immer noch Zeug zum Verkaufen. Das wir nicht so wirklich bräuchten. Unter anderem Löwenpelze. Also können wir mal nach Typ sortieren. Ich weiß nicht, vielleicht auch Bücher, die wir doppelt haben, mal verkaufen. Hier können wir eh nur die Hälfte des Gebiets erkunden. Hi Hirsch. Hi Reh. Die helle Sonne wirft ihr Licht auf ein Muster auf dem Boden und kniest nieder, um es näher zu betrachten. In den Steinen hier wurden einige einfache Formen geritzt. Eine kleine kreisförmige Einkerbung markiert die Mitte, umgeben von einem sehr viel größeren Kreis. Über den zwei Kreisen scheint etwas geschrieben zu stehen. Die Schrift untersuchen. Die Zeichen sind hier völlig fremd, vermutlich das Überbleibsel einer längst vergessenen Sprache. Die kreisförmige Einkerbung betrachten. Die Einkerbung ist glatt und nicht sehr tief. Es scheint, als wäre sie dazu gedacht, etwas Bestimmtes aufzunehmen. Den äußeren Kreis betrachten. Mehrere Formen sind entlang des äußeren Rings eingeritzt. Die meisten sind zwar verwittert, doch über die Mitte erkennst du einen Halbmond. Eine Weile warten. Du wartest einige Stunden und beobachtest, wie die Sonne ihre Bahn am Himmel zieht. Ja. Hat nur nicht viel gebracht, so wie es aussieht. Ah, das hier ist Learemen. Und wird auch von einer Pfeffgras. Von mehreren Pfeffgras. Oh, Kanna hat's umgehauen. Sogar Itomak hat's umgehauen. My bow's ready. Let's burn this away. Dann hat es auch noch umgehauen, okay. Ah, ich sollte mal bei mir Hand auflegen machen. Und du ins Wechsel wieder auf den Bogen. Okay, ja, wir brauchen dringend dann eine Rast. Also noch sehen sie alle relativ vernünftig aus. Und ich hoffe mal, dass Alof nicht zu oft noch eine draufkriegt. At once. At once.